So, also liebe Campingfreunde, ach, der Tag ist schon fast wieder vorbei hier, der eine Tag auf der Campingmesse, aber es tut echt gut hier zu sein, hat sich echt gelohnt. Und ihr seht schon hinter mir der Gecko, ja, den habe ich euch ja vorgestellt, da müssen wir ja nicht mehr unbedingt rein. Das Fahrzeug hier ist übrigens, aber die Kabine ist auch verkauft, deswegen schenken wir uns das. Ich wollte euch einfach nur mal kurz zeigen, wie der aussieht auf einer Wohnkabine, auf einem Kickack natürlich. Wir haben hier den Nissan Navara, ne? Ja? Ja. Nissan Navara und Doppelkabine und so sieht das Ganze aus, wenn es dann hier auf einem Pickup drauf ist. Kabine ist verkauft, ne? Und kam auch gut an und deswegen top. Wir kümmern uns aber jetzt hier bei BSB Sonderfahrzeuge um das nächste Fahrzeug hier. Hinter mir seht ihr schon das Schmuckstück, ja? Ein T6 mit fester Wohnkabine. Auch ein Monocoque und da gehen wir jetzt mal rein. Dazu holen wir uns jetzt erstmal hier ein fachkundiges Personal an den Stand. Nämlich hier den, wo ist er? Ich bin der Ralf Straub. Der Ralf Straub muss ich erstmal das Mikrofon dran klemmen, dass man ja, auch hört. Ja, das funktioniert ja nicht so ganz so. Pass auf, ich helfe dir. Ja, und zwar kannst du hier einmal hier drauf drücken, zack, und dann macht man hier bam. Okay. So, gut. Der Ralf ist hier am Start. Hallo miteinander. Ralf, du bist einer von drei Kompagnons, ja, genau. Bei BSB. BSB steht für? Bohn, Straub, Brinkmann. Und ich bin der in der Mitte. Du bist der in der Mitte. Und wir waren letztes Mal ja in Reutlingen. Und da waren wir bei dir zu Hause. Ja, mir im Geschäft. Ja. Genau. Und jetzt ist er hier am Stand. Mensch, erzähl mal, was habt ihr da für ein schönes Fahrzeug hinter dir? Also der Clou letztendlich, was wir gesagt haben, was für uns wichtig ist, ist Sicherheit. Die Personen, die mitfahren, sollen im millionenfach getesteten VW T6 sitzen. Mhm, okay. Es gibt keine Personen, die hinten im Wohnmobil sitzen, sondern vorne in der Kabine drin. Wir haben wieder unsere Monocoque-Technik. Bekannt aus dem Yachtbau, gemacht wie ein Bootsrumpf. Sozusagen ein Monocoque, ne? Steifigkeit ist natürlich ein wichtiger Punkt, ne? Ja. Stabilität, ja. Und auch Isolierung, logischerweise. Keine Kältebrücken. Genau. Wie schwer ist das Fahrzeug jetzt, inklusive Kabine, inklusive T6? Also wir sind hier bei 2700 Kilo. Okay. Ich habe ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen. So. Und wir haben eine Länge von 5 Meter? 5,80 Meter. 5,80 Meter, sieht viel länger aus, das ist echt krass. Ja. Also damit kommt man wirklich in jede Parklücke rein. Ganz wenig Überhang und ein super Böschungswinkel. Das ist auch das, wo wir wieder Wert drauf gelegt haben. Jawohl, jawohl. Das und ist fürs Gelände natürlich wichtig, ne? Dass wir hier einen gescheiten Böschungswinkel haben, wie ihr sehen könnt. Und wir sind in der Außenbreite bei 2,10 Meter. 2,10 Meter, jawohl, das sieht man natürlich auch schöner. Wir brauchen hier natürlich die längeren Spiegel, ne? Dass man da auch schön vorbeischauen kann. Monocoque, ne? Also richtig stabil, logischerweise. Und da hat man eben jetzt nicht nur gar keine Kältebrücken, sondern man hat eben auch keine Schweißnähte, weil das Ganze aus einem Stück ist. Und deswegen ist es natürlich wie beim Gecko natürlich auch von der Wärme und von der Isolierung natürlich einzigartig. Schönes Design hier auch mit der Carbon-Optik hier. Schön gemacht, ne? Das Ganze ist ein Prototyp, ne? Ja, ich würde es nicht als Prototyp nennen, ist ein Erstserienfahrzeug. Erstserien, okay. Wo fängt das an? Grundpreis? Wir haben einen Basispreis von 119.000. T6 mit Allrad, mit 204 PS, dann ist das Option von VW. Genau. Was ist serienmäßig schon drin? Was muss ich mir vorstellen? Batterie zum Beispiel, Wohnraum, ist dann Lithium drin schon? Oder? Es ist eine Batterie drin, aber natürlich noch nicht Lithium, ja. Sondern das ist wieder das Spezielle, okay. Was wir machen nach Kundenwunsch. Der eine sagt, er will 300 Watt, dementsprechend Solar aufs okay. Dach. Das sind Kundenwünsche. Das ganze Fahrzeug heißt Arcadis, ne? Wie die Eidechse. Ne? Ja. Also wir haben hier den Gecko, habe ich euch ja letztes Mal in Reutlingen schon gezeigt und auch einen kleinen Gecko
wegen den Bullaugen da oben eingeblendet. Und das ganze Fahrzeug ist der Arcadis. Und jetzt gehen wir mal rein hier in das gute Stück. Ne? So, wir haben hier wieder dasselbe Design wie im Gecko auch. Ne? Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, lass mal das Fahrzeug mal auf uns wirken hier. Also das ist so eine Art, wie soll ich sagen, so ein bisschen so eine Art Expeditionsfahrzeug schon. Ne? Hier mit dem T6 auch ein schönes Alltagsfahrzeug. Aber wir haben hier natürlich eine feste Kabine drauf. Die kann man nicht abkoppeln. Es hat so ein bisschen schon Wohnkabinen-Flair, aber auch Expeditionsfahrzeug. So stylmäßig. Ne? Sehr viel Platz mit diesem Hubtisch hier, der wieder schwenkbar ist in verschiedene Richtungen. Der Style ist natürlich ähnlich wie beim Gecko. Selber Möbelbau und ähnliches Design. Ne? Schauen wir mal. Da oben hat es einen Haufen Schränke, also hier ist wirklich Platz ohne Ende. Jawohl, klar, 120.000 ist eine Hausnummer. Aber wenn ich mir die Preise hier anschaue auf der Messe von Fahrzeugen, die vor ein paar Jahren noch 45 gekostet haben und jetzt hochschnellen über 50, über 60 zum Teil, dann muss man sich nicht wundern. Ne? Und es gibt ja für jedes Fahrzeug irgendjemand, der für Interesse zeigt. Ne? Hier eine ganze Batterie an Schränken wieder. Ja, was mir jetzt nicht so gut gefällt, ist hier der Anschlag. Mal schauen, ob das da drüben auch ist. Ja, es sollte vielleicht ein bisschen eingestellt werden, dass das nicht ganz so hoch schnallt. Kann aber auch sein, weil das ein Messfahrzeug ist. Aber das ist natürlich immer eine Sache, wo mir nicht so gefällt. Aber vielleicht auch nur eine kleine Einstellungssache. Platz hat man hier jedenfalls ohne Ende. Ihr seht wieder, da oben schlägt es wieder an. Aber auch hier, Platz ist hier auf alle Fälle da. Für zwei Personen locker, auch mit Kindern. Das kann man hier übrigens dann auch als Bett nutzen, das Ganze. Ja? Hat man dann jede Menge Platz. Wir haben hier einen Dometic-Kühlschrank, riesig. Ein Hightower-Kühlschrank, also da bringt man wirklich für einige Tage unter. Auch beidseitig zu öffnen, logischerweise, den kennt man ja schon. Ne? Drüber haben wir einen Riesenschrank. Boah, Junge, Junge, Junge. Also der ist schon riesig, der Schrank. Da bringt man einiges unter. Ciao. Dann haben wir hier ein Ceran-Kochfeld, eine große Platte. Ja, zwei wären besser, aber vom Platz her hat man halt nicht viel mehr Möglichkeit. Ein kleines Spülbecken noch. Platz hier unter der Spüle für Töpfe und Geschirr ist auch da. Also das ist ja alles Standard, da muss ich nicht viel zeigen. Ansonsten hat man hier ein paar schöne stylische Leselampen mit USB-Anschluss natürlich, damit man auch immer fleißig sein Handy laden kann oder seine Fotos. So, was haben wir noch? Wir gehen jetzt hier mal in den vorderen Bereich und hier sieht man schon eine Notlösung und das finde ich echt cool, weil das habe ich mich immer wieder gefragt in dem Pickup, was passiert eigentlich, ja, wenn man irgendwo steht und man hat ein bisschen Angst rauszugehen, weil da irgendwas draußen ist. Hier gibt es die Möglichkeit für einen Noteinstieg, ne, ins Fahrzeug. So muss man nicht mehr rausgehen, wenn irgendwas ist, sondern kann hier wirklich dann auch Not einsteigen in die Fahrkabine vorne. Finde ich eine super Lösung. Muss ich mich mal erkundigen, ob das auch bei den Wohnkabinen möglich ist, grundsätzlich. Ne? Und wenn man es nicht braucht, hier einfach zack, das Brett, wo da liegt, drauf und dann hat man hier Platz. Ja, dadurch, dass das Ganze natürlich wieder spitz nach vorne hinläuft, ist natürlich vom Längsschlafen her immer ein wenig schwierig. Kopffreiheit ist einfach wenig, wie beim Gecko auch. Aber dafür hat man hier die Möglichkeit, quer relativ komfortabel zu schlafen. Wäre jetzt für mich und die Andrea aber keine Option. Wir wollen auf alle Fälle ein Längsbett. Ne? Gucken wir mal noch hier in das Bad hinein. Die Nasszelle und da, ja, das ist natürlich riesig. Adibert sagt man noch, oder? Ja. Wahnsinn. Da bringt man wirklich viel rein. Wir haben hier eine Chemietoilette drin, ein großes Waschbecken. Ne? Und dann machen wir mal den Akkitest, würde ich sagen. Also auch wenn ich hier schließe, boah, schon groß, ne? Für ein 5,80 Meter Fahrzeug, darf man nicht vergessen. Wir sind hier unter 6 Meter und das ist schon eine Hausnummer, muss ich sagen. Findet man wahrscheinlich in einem Kastenwagen nicht. Ne? Unter 6 Meter, so geräumig, ich weiß nicht, also das, im Kastenwagen ist das nicht möglich. Also müsst ihr mir einen Kastenwagen sagen, wo das so möglich ist. Natürlich, klar, vom Preis her. Ja, sind nach oben hin eh nie keine Grenzen gesetzt. Ne?
Ja, Transporter logischerweise. So, wo sitzt der? Sitzt hier genau auf. Hier oben ist noch sein Zusatz. Aber wie gesagt, das ist ja auch keine Kabine, die man abschnallt. Die ist fest montiert. Außendusche, Strom. Und dann hat man hier auch noch ein bisschen Lademöglichkeiten. Ne? Hier hinten übrigens auch. Also Campingstühle, Campingtische, passt alles da rein. Da hat man jede Menge Platz und auch eine Durchreiche. Auch von der Seite hier, da bringt man schon einiges rein. Schaut euch das an. Ne? Also BSB, Sonderfahrzeuge. Hier der Arcadis, hier der Gecko. Ne? Den kennt ihr ja schon. Und ich würde sagen, wir gucken mal weiter auf der Messe. Nächster Stand hier, Wohnkabinen. Ihr seht schon, Toki, aber ich brauche ja gar nicht großartig abfilmen, sondern ich verlinke euch einfach das Video vom Frank, Up and Down Van Life. Die haben ja, während ich im Bett lag, haben die ja ein bisschen hier gefilmt und haben die zwei Wohnkabinen hier abgefilmt. Und deswegen muss ich das nicht neu erfinden, sondern Frank, vielen Dank, dass ihr das gemacht habt. Ihr habt das echt toll gemacht und ich verlinke euch natürlich die Videos, falls ihr diese Toki-Kabinen hier sehen wollt. Ich frage trotzdem mal den Thomas noch ein paar Highlights, wo mich hier interessieren. Und gehe natürlich trotzdem mal rein, weil mich interessiert das natürlich. Ne? Aber keine große Rundtour. Ne? So, liebe Campingfreunde, also dann gehen wir mal hier rein in die Toki-Kabine. Ja, Wahnsinn. Was mir hier natürlich gleich richtig auffällt, ist natürlich das Riesenbett. Schaut euch das an. Ne? Das ist natürlich mega lang. Ich blende euch mal die Maße ein. Also, es ist wirklich ein Längsschläfer, par excellence. Und auch hier die Stauräume. Die sind natürlich richtig cool gemacht und auch viel Platz drin. Man merkt natürlich auch, dass das Ganze hier wirklich von Schreinern gemacht worden ist. Ne? Also das ist natürlich wirklich, das merkt man natürlich richtig. Hat was, ne? Denn ich habe hier jede Menge Staubfächer. Schaut euch das an. Also Laptop rein oder was auch immer, Bücher rein. Ne? Hier hat es jede Menge so kleine Staubfächer überall. Und das finde ich eine richtig coole Idee. Da ist ja Platz ohne Ende. Hey. Wahnsinn. Und auch der Tisch. Macht einen sehr wertigen Eindruck. Das Ganze ist natürlich hier aus einer Schreinerei entstanden. Ne? Und man merkt einfach das auch hier in dieser Kabine, überall schöne Rundungen. Ne? Also man hat hier wirklich auf wenig Ecken gesetzt, ne? Auf wenig Verbindungen, wenig Verschraubungen. Vieles ist rund hier gehalten und das macht natürlich hier einiges aus. Die Länge, Breite, Höhe blende ich euch mal ein hier von dieser Toki-Kabine. Ne? Aber mir gefällt das Bett. Das ist natürlich ein richtiges Argument, ne? Weil da hat man wirklich, das ist eine richtige Liegewiese. Ihr seht die Kabine auch noch in Freiburg auf der Caravan Live und da werde ich mir mal das Bett zusammen mit der Andrea reinziehen. Ne? Gute Sache hier. Allein das hat nicht jeder, ne? Und ist auch viel wert, ne? Dass man einfach hier auch alles griffbereit hat. Ne? Also Frank, wie gesagt, du hast das Fahrzeug, du hast die Kabine ja mit dem Thomas zusammen vorgestellt. Vielen Dank nochmal dafür. Nochmal Up and Down Van Life, schaut euch das an. Ausführliche Videos über beide Kabinen. Ne? Okay, hier ist das Bad, hier ist die Duschzelle ein bisschen aufgesetzt. Ne? Ist auch jetzt im Vergleich zu den anderen, wo ich drin war, ein bisschen enger. Also da hätte ich jetzt schon ein bisschen Probleme mit meinen Körpermaßen. Ziehen wir das Waschbecken mal runter, das ist hier verstaut. Schöne Waschbeckengarnitur auch. Aber dieser Aufbau hier, der nimmt natürlich dann auch wieder ein bisschen Platz weg. Ne? So, da oben ist der Duschvorhang, auch von der Stehhöhe. Ich kann hier mal reingehen. So, auch von der Stehhöhe her seht ihr, ich bin im Anschlag. Das hatte ich bei den anderen nicht. Also das ist schon ein bisschen eng hier. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, da kriege ich schon ein bisschen Platzangst. Und neben mir steht der Thomas. Ne? Richtig. Toki von Thomas Kiene. Selbsterklärend, oder? Genau. Thomas Kiene, Toki Wohnkabinen. Wo seid ihr denn zu Hause? In Schwäbisch Hall. In Schwäbisch Hall. Schwäbisch Hall. Mir ist gerade aufgefallen, da muss ein Schreiner am Werk gewesen sein. Sieht so aus. Ja, also das ist schon wirklich mit diesen Rundungen und diesen wenig Verbindungen ist schon extrem. Ne? Und ihr seid ursprünglich wahrscheinlich eine Schreinerei, oder? Genau, seit 2000 eine Schreinerei, 2010 die erste Kabine gebaut für den Eigenbedarf. 2016 damit zum Messen gefahren, okay, verkauft, okay. So ist es geworden, genau. Prima. Hinter Thomas seht ihr auch schon hier so ein paar Außendesigns. Ne? Denn hier steht zum Beispiel eine Kabine, die hat eine echte coole Folierung. Oder ist das eine Folierung? Das ist Folierung, ja, schon genau, Folierung. Ja. Eine hochwertige Folierung. Und, ja, und auch hier seht ihr einige Möglichkeiten, aber innen ist es wirklich hervorragend. Thomas, ich war jetzt nur in dieser Kabine drin.
Ja. Kannst du mal kurz sagen, wie lang die ist, wie groß die ist, so einfach von den Maßen her? Das ist jetzt unsere 240er, die hat eine Bodenlänge von 240, passt auf 1,5-Kabine-Pickups. Wir achten immer auf Gesamtlänge unter 6 Metern, wenig Überhang, deshalb nur 240 lang auf 1,5-Kabine. Ist unsere größte Kabine. Also der Duschraum hat ja eine höhergelegte Duschkabine, Duschwanne, ne, Duschtasse sozusagen. Genau. Gibt es da noch Alternativen oder gibt es da, also gerade jetzt für so Leute wie der Aki, ne, schon ein bisschen beengt für mich gegenüber jetzt anderen Kabinen, wo ich schon drin war. Ja. Gibt es da noch Möglichkeiten, die zu vergrößern oder habt ihr da, seid ihr da einfach Serie und gut ist? Eigentlich können wir nicht viel vergrößern am Bad. Dann müssten wir mehr Überhang bauen, ja, weil letztlich ist das Rücklicht der Punkt, wo das Bad nicht breiter werden kann. Mehr Überhang wollen wir nicht, weil wir anhängerfähig bleiben wollen. Wir wollen vom Gewicht vorne bleiben, Fahreigenschaften einhalten. Ja. Wir haben hier einen gescheiten Böschungswinkel, wir haben hier keinen großen Überhang. Ihr könnt mit dem ins krassere Gelände wie mit den anderen, die einen Überhang haben. Und da muss man halt Kompromisse haben. Ne? Somit habt ihr entweder gar keine Dusche oder eben eine etwas kleinere. Aber dafür könnt ihr dann einfach hier richtig Offroad fahren. Ne? Besser Offroad fahren. Ganz genau, so ist es. Cool. Vielen Dank. Wir sehen uns noch in Freiburg, ne? Ende diesen Monats. Und dann mache ich mit der Andrea auch mal einen Liegetest. Aber heute, bei der Hitze, habe ich keinen Bock gehabt. Machen wir in Freiburg. Ne? Passt. Alles klar. Okay. Viel Spaß noch. Also, ciao. Danke, ciao.